Ich habe Unsinn erzählt. Wann ist Finish für verdammte? Ach so. Ah, okay. Nicht gerade ein guter Spawn irgendwie. Aber wo ist denn die blöde Treppe? Wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja mal nach dem Schlüssel gucken. Da muss ich, glaube ich, noch eine Etage runter, oder? Hier oben ist man so gut wie nie, weil hier gibt es ja nichts. Einmal gesehen, habe mich gefreut, wie geil es aussieht. Keine scheiß Schlüssel da. Och, Alter! Ich hasse diese Scheißgranaten. So, du Idiot. Warte mal. Schnauze! Übersteuere, glaube ich, dezent. Hallo. Oh, ja, boah. Thorax. Nein, mein Thorax. Dr. Teufel, grüß dich. Hm.
Ein Thorax. Junge, mit diesem Gestöhne und Geächze brauchst du doch gar nicht mal über die Map rennen. Zwei Kisten noch im Inventar, 5 Euro investiert zum Öffnen, Handschuhe gezogen, 382 Euro nach 2 Stunden. Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich meine, gratuliere, aber wer kauft, ehrlich, geben Leute so viel Geld für so einen Scheiß aus? Es ist mir unverständlich. Vor allen Dingen, Handschuhe. Kein Schwein sieht im Kampf die Handschuhe. Geben 30.000. Was? 30.000 für Waffenskins? Jetzt halt's Maul. So. Ist ja nicht zum Aushalten. Versteht ja sein eigenes Wort nicht. Letztens wurde ein Messer getradet für 1, nie, Alter. Wer bezahlt denn 1,3 Millionen? Auch wie viel sinnlos Geld haben denn die Leute? Das kann doch gar nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Na, der wird geschröpft, Level 29, was willst du? Denkst du, du kriegst so noch irgendwas wieder? Kam hier hinten gebuckelt, das war da auch ein Spieler, oder? Oder war das jetzt Gav? Zeig deine Quande. Das war ein dümmlicher Gav. Chinesen und Araber. Oh. Ich möchte einmal so viel Geld haben, was ich sagen kann, leckt mich alle am Arsch. Nie wieder für irgendjemanden den Trottel spielen. Ich meine arbeitstechnisch so, weißt du. Und die schmeißen ja, die wissen gar nicht, manche wissen echt nicht, wie gut sie es haben eigentlich im Leben. Die wissen das alles gar nicht mehr zu schätzen. Jedes Mal, wenn ich hier diesen Gas Analyzer sehe, will ich ihn einstecken. Das ist irgendwie erst ein Glücksmoment sozusagen. Gas Analyzer, oh geil. Und dann denkst du, ach ja, scheiße, brauchst du ja nicht mehr. Ja, mit der blöden Kiste ist so gut wie auch nie was drin. Aber heute ausnahmsweise. Was sag ich noch für Exits? Courtyard. Collapse Crane, Crash Site, da war ich noch nie.
Aha. Montana Black hat letztens für 133.000 Kisten aufgemacht. Ich weiß nicht, was... Wenn ich... Ich weiß nicht, selbst wenn ich die Kohle hätte, ich... 133.000 Euro für ein paar beschissene Kisten, für irgendeinen Müll in irgendeinem Drecksspiel. Ich meine, gut, das, wie du sagst, es kann ja... Es kann ja sein, dass du halt was kriegst, was du wieder gut verkaufen kannst. Aber... Das ist... Das eine ist... Dummheit und großes Getue. Möglicherweise Spekulation auf dem Item, was vielleicht dir ein bisschen mehr bringt oder so. Aber nee, das ist... Es ist mir zu viel. Ich kann machen, was ich will. Mein Hirn will sowas nicht verarbeiten. Es ist einfach nur wieder... Guckt her, ich gebe hier 133.000 aus... Für irgendeinen Scheiß. Ich meine, da hat auch irgendwie so Basecaps oder irgendwie Sammelkram. Okay, sagen wir mal, irgendwelche Figuren, die du dir eine Bude stellen kannst. Da würde ich vielleicht noch sagen, ja, okay, von mir aus. Aber hier für so eine virtuelle Scheiße. Und dann hast du es vielleicht wie... Wie bei Call of Duty. Wo die Leute sich irgendwie Skins kaufen oder sowas. Keine Ahnung. Für, sagen wir mal, MW2, sage ich mal jetzt einfach mal so. Ja, und danach kommt MW3. Dann haben sie ihre Skins gekauft für MW2. Können sie wahrscheinlich nicht mit rübernehmen zu MW3. Also selbst dafür bin ich zu geizig, hier mal 20 Euro für einen Skin oder so auszugeben. Habe ich auch keinen Bock. Braucht die Mist auch nicht. Mein Leben ist doch ohne Skin beschissen genug. Naja, gucken wir mal, ob wir zum Collapse Train kommen. Was, 50 Euro Taschengeld im Monat für Unsinn? Ja, das ist ja okay. Mit 50 Euro kommst du ja auch nicht allzu weit. Dafür gehst du ja auch arbeiten, verstehst du? Da kann man sich auch mal eine kleine Dummheit leisten, aber ich meine so, der geht ja nicht arbeiten. Der hat einfach nur Glück gehabt. Hat noch nie gearbeitet in seinem Leben. Einfach nur Glück, dass es genug dumme Menschen gibt. Ist das jetzt ein Spieler oder ein Scav? Genug dumme Menschen, die ihm das Geld in Rachen schmeißen. Weiß nicht, ob die selber so viel haben, dass sie sowas machen können. Aber es ist ja auch nicht mein Problem. Mal eine kleine Dummheit ist doch okay. Weißt du, so hätte ich jetzt auch, wenn er jetzt sagt, er kauft sich jetzt das und das oder sowas. Weil aber irgendwie so eine Protzer-Scheiße mit
gebe jetzt mal 130.000 aus, einfach mal so, weil ich es habe. Ja, da habe ich kein Verständnis dafür. Aber es ist ja sein Kohle. Ich kenne ihn auch zu wenig, um zu wissen, wie er nun tickt. Ich weiß, dass er so eine Sammelmacke hat, wie gesagt, mit seinen Figuren oder sowas, oder seinen Cappies. Er will einfach nicht, hat heute keine Muße zu sterben. Ja, wir gucken mal raus hier mit kaputtgeschossenem Thorax. Das wird nichts. Das geht nicht gut. Um Hammersbacher, herzlich willkommen. Er hat auch ein hartes Suchtverhalten. Ich gehe erstmal mit dem kurzen Abendessen. Ja, Dirk, lass es euch schmecken. Müssen wir nachher nochmal Sucht, weiß ich ja. Also jetzt Sucht, dass er ja mal irgendwie sich Drogen gegönnt hat oder so ein Scheiß. Oder meinst du jetzt Sucht im Sinne von einer Sammelsucht, dass er irgendwas sammeln muss? Wahrscheinlich eine Sucht durch die andere ersetzt. Im Sinne von, dass er generell suchtaffin ist. Ah, okay. Players, Kev. Fröhlich im Schrank rumgewühlt. Da kommen wir rein. Das kannst du doch direkt vergessen, Alter. Das kannst du doch direkt vergessen. Dieses Nuttenkind wird gemeldet. Also, von was träumen manche nachts eigentlich? Ich verstehe das nicht. Und wir waren eigentlich so gut in der Garage, gut abgesehen davon, dass ich keine Ahnung hatte, wohin musste, aber so
wusste ich schon, dass wir doch da an der richtigen Stelle waren. Hinten hat schon wieder einer geballert. Es wäre halt schön, diesen Durchbruch da hätten wir suchen müssen, hochklettern. Dann wäre es das gewesen. Man die scheiß Goldketten platziert und wieder raus. Oh, ich freue mich, wenn das kommt, dass wir jetzt hier über diese kleinen Zäune drüber klettern können. Dieses Wall-Ding oder wie das heißt. So, wir sind in B. Abteilung B. Wo geht's jetzt da zu C? Hier sind wir richtig. Würde ich vermuten. Ja. Man traut sich gar nicht mehr beim Scaff um die Ecke zu gucken, Alter. War das jetzt über mir oder hier rechts von mir? Auf alle Fälle zwei Spieler.
Man kann halt nicht sagen, wo sie... Wo, ich kann es jedenfalls nicht. Ob sie jetzt hier unten gelaufen sind oder oben. Ich vermute oben. Es war auch schlagartig Ruhe mit den Steps. Als ob sie sich irgendwo platziert hätten. Ja, wir werden es rausfinden. Ich leg mich gleich drauf, Alter. So nah musst du ran. Trotteliger Skeff. Ja, gebt's euch. War schon wieder Skeff-Meute hier irgendwie um mich drumherum. Wird auch von hinten beschossen oder was? Ist klar. Wie nah war er denn, dass er so schnell da war? Und war er unsichtbar für den Skeff oder was? Keine Ahnung. Ach komm. Ich habe langsam schon irgendwie Schnauze voll von dem Spiel. Aber ohne Witz.